Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sebastian. Eine 5:1 Wette, dass ich im Algensalat gesehen werde. Das ist sehr schade, dass die Grafik da versagt, ne? Den Kleinen da erstmal irgendwie loswerden. Säure bringt nichts. Ich muss mir was anderes überlegen. Noch eine. Und die möchte ich nicht, dass sie mich sehen. Genau. Die schalten wir bewusst aus, damit ich meine Ruhe habe. Reitschlunde, nice. Das, was du von dem willst, sind die Zähne. Das heißt, du musst sie dazu kriegen, dass sie die Schnauze öffnen. Das machen die schon von alleine. Schnauze auf. So, jetzt haben wir was wir hier wollten, haben wir? So, jetzt schießen wir die Hinterteile ab, weil da sind nämlich nochmal in der Saugturbine sind nochmal zwischendurch ein, zwei nette Sachen drin, ne? Die kann man noch mal relativ gut gebrauchen. Die behalte ich als Vorrat. Ja, ist auch okay. Das heißt, wir schießen immer erst die Zähne ab und dann kümmern wir uns um was auch immer da noch ansteht. So.
Ah, nee, ich kann hier nicht rauf. Okay. Also wir haben die Quest, yo. Natürlich. So, sehr schön. Wir haben ein paar Breitstunde gleich noch mitgemacht, weil... Boah, die bieten sich hier oben echt an. Seriously, wenn sie schon haben, dann nehmen wir sie gleich mit. So, Heilung und Co. auch. Ich bin überlegen, ob es irgendwie schneller geht. Aber wenn ich mir das anschaue, ist das ja ein easy peasy Part hier runter. Wobei ich gerne gewusst hätte, ob ich hier irgendwie hochklettern kann. Ich sollte das Wasser abschütteln. Weil... Hier bin ich! Ich hab, was du brauchst. Bei den Göttern. Einen Moment zu früh. Was ist mit Vos? Ich hab seine Tasche wieder. Hoffentlich die letzte, die ich begrabe. Ja, ungefähr die zu unterfangen. Aber jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Nee, du hast jetzt schon genug Ressourcen von mir bekommen, ne? Schmiede übrigens was Nices, was ich auch gebrauchen kann? Na, Tenak wieder. Und du? Geht direkt wieder in Kampf? Hilfe! Ah!
gesagt, als du. Otaro! Für Flusslied! Otaro! Für Flusslied! Das hättest du nicht tun sollen! Bogenschützen bereithalten! Oh. Ich bin dran! Drängt sie zurück! Flusslied wird nicht fallen! Die sind nice. Ich brauche die Hörner. Wofür habe ich denn Support? Überraschung! Die Jungen wussten wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg schulden wir dennoch dir, Jägerin. Gern geschehen, gern geschehen. Ich habe nicht so viel dazu beigetragen wie du, Q. Nur ein paar Teile gebracht. Aber dennoch sollst du den hier haben. Er hat meinem Volk gedient und wird dir dienen. Ein guter Bogen? Ich pass drauf auf. Was Brauchbares? Scharfschützenbogen in Grün. Ich wollte gerade sagen, wenn der Loot jetzt weg wäre, wäre ich echt pissig. Dann wäre ich echt pissig, weil ich habe viele Teile abgeschossen. Ich tue ja immer bewusst, wenn ich so eine Konfrontation habe, erstmal die wichtigen Teile abschießen, weil... That's the thing I need! Aber hey, neues Gebiet in dem Sinne freigeschaltet. Okay, cool. Dann können wir das jetzt hier auch endlich mal vernünftig auseinandernuckeln. Hier ist noch einer. Kann man sagen, da habe ich noch was gesehen. Erste Blüte des Winterlieds. Ich sehe sie an und spüre die Schwere meiner Jahre von mir abfallen. Sie sind schön. Schön, wie die Jungen für das hier gekämpft haben. Mann, diese Sprosse haben sich ganz gut geschlagen. Stark wie die Wurzeln eines stolzen Baums. Aber sag ihnen das bloß nicht. Es bleibt unter uns. Jetzt sollte ich dafür sorgen, dass unsere siegreichen Krieger sich beim Feiern nicht wehtun. Ah, ja, 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 ja. Für die Otaru ist
Flusslied etwas ganz Besonderes, Jägerin. Und du hast es gerettet. Gern geschehen. Ich war eine angenehme Überraschung. So, so. So heißt das hier also. Wie geht es ihr? Die Frage lautet, wo ist euer Loot, Leute? Where is your loot? Was sollen wir denn tun? Das Land weicht ab, wie das rauscht. Ich hab alles, was du für Erfolg brauchst. Das ist schön, dass du alles hast. Ich bin dafür, wir stellen erstmal Munition her. Kann ich hier in dieser Werkbank ja wunderbar günstiger? Da fehlt halt immer noch Stachelschnauzer. Und diese Viecher. Einmal schnell speichern. So, was hast du im Angebot? Hier muss man manchmal schauen. Manchmal haben sie ein paar Rohstoffe, die ich nicht so häufig habe. Wie zum Beispiel. Ah, teuer. Ein Grünkleinspitzer, Flughorn, ne? Die Pflanze, also die. Leute, kaufe ich mir lieber. Ein kleines Spiel. Ist schon teuer für den Scheiß. Spulen bin ich noch gut dabei. Ja, Rohstoffe. Aus denen kann ich sowieso nichts machen, außer sie verkaufen, daher weg damit. Ich bin gerade wach geworden, oder? So. Vorne scheint noch irgendwas zu sein. Ah. Was ich getan habe, nur das Beste. Der Sly sucht halt die kleinen Blutverstecke. Und daran ergötze ich mich dann. Ich muss hier oben auf die Plattform. So. Man weiß ja nie. Was das hier ist, ich glaube ja, wird nachher irgendwie kann ich fliegen. Ich habe das mittlerweile das Gefühl, dass ich nachher fliegen kann, um dann nachher Dinge zu erledigen. Okay, cool. Ich habe den Datenschreiber. Jetzt wäre das nächst logische ja, hier hinzugehen. Also wahrscheinlich erst hier und dann diesen Bereich abzugrasen. Ich sehe nämlich gerade nichts mehr. Ich habe hier noch das Schrecken, was ich machen kann. Hier komme ich nicht weiter. Da fehlt mir das Wissen. Aber mal schauen. Aloy, ihr habt euch Mühe gegeben, die Menschen zu retten. Gern geschehen, gern geschehen, gern geschehen. So, Schnellreise. Na dann, auf geht's! Excuse me, was ist denn hier, ey? Ich sollte was an. Das nehmen wir als Feuer.
ich hier noch ein bisschen mehr? Schon gehört. Ich habe schon gesehen, die Zeit ist um. Hallenschreiter. Ja gut, sie werden jetzt halt stärker, ne? Das ist klar. Die Frage, wollen wir die Krallenschreiter noch mitnehmen? Finden wir raus in der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Slime. Ciao.